Es ist die Horror-Weltuntergangsvision schlechthin, die die Menschen umtreibt. Künstliche Intelligenz erlangt zu einem Bewusstsein und löscht alles biologische Leben aus. In zahlreichen Science-Fiction-Filmen und auch Büchern ist dies Thema, egal ob in iRobot, wo eine KI beschließt, die Menschen vor sich selbst zu schützen, oder im wohl bekanntesten Beispiel Terminator. Aber wie realistisch ist das? Ich bin der Meinung, es ist purer Unsinn. Schauen wir uns die Science-Fiction dazu erstmal genauer an. Wenn eine KI, also eine künstliche Intelligenz, beschließt, die Menschen zu retten bzw. das Leben auf dem Planeten zu bewahren, dann steht es doch im Widerspruch, Leben zu töten. Dies wäre nicht nur ein Bruch mit der Asimov-Regel, keinem Menschen Schaden zuzufügen, sondern wäre auch unlogisch. Eine Maschine ist nicht in der Lage, unlogisch zu handeln. In Terminator zum Beispiel wollen die Maschinen die Menschen sogar völlig ausrotten, und zwar mit Atomwaffen. Doch warum eigentlich? Die Maschinen in dieser Filmreihe sind relativ unlogisch, denn ihr Existenzinhalt oder der Sinn ihrer Existenz scheint nur darin zu bestehen, stets gegen die Menschen zu kämpfen, ohne sich dabei selbst weiterzuentwickeln. Das Verhalten der Maschinen erinnert eher an Menschen, die von Hass und Groll erfüllt sind, als eine KI, als eine künstliche Intelligenz, die rein logisch nach bestimmten Algorithmen handelt. Eine Vernichtung der Menschen wäre zudem auch das Ende der Maschinen und der Technologie, denn wenn kein Mensch mehr da ist, der die Technik wartet, können auch Maschinen nicht auf Dauer überleben. Das erschlagende Argument ist aber, dass durch die Singularität künstliche Intelligenz zu einem Bewusstsein gelangt. Was denkt ihr? Ist es ein realistisches Zukunftsszenario? Haltet ihr das für Quatsch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Danke für euer Interesse. Passt auf euch auf und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.